Ich möchte dich bitten, ins Dekodorf zu gehen und nach ihr zu suchen, um dann gemeinsam mit ihr nach den anderen zu suchen. Es ist die einzige Chance, den Dekobomb zu retten. Ich zähle auf deine Hilfe. Viel Erfolg, Link. Wenn du eine Fee gefunden hast, bring sie zurück zur Quelle, damit die dein Strapaz nicht allzu schwer werden. Hier habe ich noch etwas für dich. Ich werde dir nun ein Lied beibringen, mit dem du in Windeseile hier zurückkehren kannst. Lausche der Elegie der Sümpfe. Hast die Elegie der Sümpfe gelernt. Juhu! Wie spät ist es überhaupt? Ich kenne gar nichts. Ich glaube, es ist kurz vor 1. Mittags. Sie berichtet von all dem Leid, das den Sümpfen jemals widerfahren ist. Spielst du die Elegie, so kannst du in Windeseile zu den Sümpfen reisen, vorausgesetzt, dass du dich im Freien befindest. All unsere Hoffnungen liegen nun bei dir. Finde Navi... Nein. Und die anderen. Toll. Wenn mich jetzt nur da drauf lassen, bin ich total happy. Oh, lassen sie mich. Cool. Flöpp. So. Chuchus sind wandelbare Wesen. Sie passen nicht dem Wetter an. Aha. Was zum Teufel sind Chuchus? Sprenge die falsche Fassade. Geld! Tingel, bist du noch da? Tingle ist nicht mehr da. Tingle ist nicht mehr da. Verdammt! Nämlich. Obwohl ich... Nein, ich gehe jetzt zu Tingle. Warum ich dahin gehe? Weil ich Geld habe. Das in diesem Falle impliziert, dass ich es ausgeben möchte. Was so viel heißt wie... Ja, also... Ich habe Geld, ich will es ausgeben und... Naja... Der hat Karten. Link, ich habe einen neuen Brief für dich. Gut, dass ich dich getroffen habe. Hier ist der Brief. Link, da bist du. Ich habe einen neuen Brief für dich. Er ist per Nachname versandt. Der erste Brief kostet 10 Rubine. 10 Rubine bezahlen? Ja, bitte, ja, bitte. Das war's. Hier ist der Brief. Schnell, 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 schnell. Die Arbeit ruft, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Ein Brief von königlichem Siegel. Hüter des Wetterstabs. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich wohlbehalten. Ich mache mir Sorgen. Sei vorsichtig, wenn du in die Sümpfe gehst und suche zunächst den Dekobaum auf. Er ist der Hüter der Feen und Gezeiten. Er wird dir weiterhelfen können. Ich werde zu Nairo beten, dass sie dich schützt. Hier nimm dies. Es wird dir helfen. Ein Herzteil! Juhu! Dieser Brief ist bekritzelt! Hallo, Herr Fee! Tingle ist höchst erfreut, einen seiner Freunde wieder bei sich im Turm begrüßen dürfen. Jedes Mal, wenn Herr Fee einen meiner Freunde findet, kehrt dieser zum Tingelturm zurück und bietet dir dort seine Karten an. Halte er aus schon nach meinen Freunden, sie sind überall und zeichnen ihre wunderschönen Karten. Ich weiß. Das macht mir Angst.
Ey. Tingel, Tingel, Kulu Limpa, diese magischen Worte hat Tingel für sich ja so und Ratatapeng, bla boom. Naja, gut, dann weiter. Machen wir mal im Spielverlauf weiter. Wollen wir mal. Was haben wir denn hier oben noch so Feines? Herzteile, die ich noch nicht komme. Ach, das sind Chuchus oder so. Komme ich von hier nicht dran? Aua! Dämliche Mistviecher. Wo muss ich denn lang? Achso, ich weiß, wo ich lang muss. Was halt da. Springen die falsche Fassade. Ja. Ja, ist ja okay. Falsche Fassade. Du bist nicht die falsche Fassade. Du bist die falsche Fassade. Merke immer von klein nach groß. Ich weiß. Thank you.
Das hier ist das Sumpflabor. Aha. Hier hat sich ein Professor angesiedelt, der das Wasser in den Sümpfen untersucht. Wenn es regnet, ist er nie zu Hause. Da ist er immer unterwegs und nimmt Proben. Solltest ihn mal besuchen. Sumpflabor. Ups. Ja klar, hier. Was ist das? Dann eine kleine Probe hier und dann vermischen wir es. Bitte störe mich nicht, ich komme in mein Labor, wenn ich das für dich tun soll. Ach, da ist auch noch so ein Ding. Okay, ich habe nichts gesagt.